Willkommen zurück bei Zelda. Wir sind ja im inneren Akala. Ich frage mich, ob es auch ein äußeres gibt. Und ich muss zum Institut. Genau, und das genau, mein Problem ist jetzt, muss irgendwie das Feuer Shivas weiterkriegen. Gebet ist da. Und dafür brauche ich irgendwie eine Route. Wenn du es brauchst. Irgendwas Brennbares. Ich benutze das jetzt einfach. Eisschwert, weil es ist eine schwere Waffe, damit kann ich nicht so gut umgehen. So, was greift mich jetzt an? Auch nicht das Ding. Kann man sich sonst irgendwie craften? Also hier habe ich doch irgendwo Holz. Nee. Ich dachte jetzt, man könnte das Holz in die Hand nehmen und dann wie eine Fackel benutzen. Das heißt, ich gehe nochmal hier zum See und suche mir tatsächlich erstmal eine Fackel. Wieso liegt da keine Fackel? Schade. Das wäre doch ideal. Oh, ich dachte, ich hätte den jetzt gefällt. Habe ich auch. So. Was kann man jetzt damit machen? Mann, ich will da eine Fackel raus haben. Hier muss es doch irgendwo noch Fackeln geben. Oh, schade. Kein Fleisch. Aber egal, ich brauche Fackeln. Ah, interessant. Ach, man muss springen und dann Schwert benutzen. Deswegen hatte ich auch gestern aufgehört, weil ich keinen Bock hatte, da noch eine Fackel zu suchen. Vielleicht liegen da ganz oben noch von irgendwelchen Gegnern so Waffen. Den Hammer lasse ich dann wieder fallen. Oh nein, der Wolf. So, übrigens, das sieht hier ja aus wie Herbst. Das ist auch das, was wir im Moment haben hier. Heute ist aber ein warmer Tag. Ich gehe gleich noch mit Freunden essen. Ich glaube, das ist sowas eher Asiatisches. Ich glaube, das wird ganz cool. So, jetzt muss ich den Leuten mal. Die haben doch hier bestimmt in den Kisten Fackeln, oder? Was ist das? Stand da gerade irgendwie neben? Nee, da stand nur runter oder so. Ah, hier. Naja, das war nur ein Schatten. Mann, warum kommt da nichts raus? Warum muss ich jetzt mit denen kämpfen? Ach so. Ah, die sind in der Hülle drin. Okay, hau ab, hau ab, hau ab. Geil, dass ich mich selber Ich erbombt beschütze habe. dich. Das macht man so. So, den Stock nehme ich gleich. So. Den muss ich auch noch töten. Ich will auch irgendwie, dass der Hammer jetzt abgenutzt ist, damit sich das. Okay, ich konnte doch noch was nehmen. So, was habe ich jetzt? Eine Lanze.
Und das ist kaputt. Dann schmeiße ich das noch weg. So, dann lag da doch gerade noch eine. Die will ich noch nehmen. Ja, und jetzt haue ich erstmal ab. Jetzt kann der mir eigentlich egal sein. Jetzt geht's darum, jetzt habe ich wieder eine Lampe. Genau, ich muss jetzt nur auf diese Seite. Okay. Wo ist jetzt nochmal das Akala-Institut? Ah ja, ich muss da lang, alles klar. Oh nein, jetzt hat mich auch noch dieser Wolf getötet. Auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ich war nur am falschen Zipfel von dem Wasserding. So, hier lang, hier lang. Ja, eigentlich könnte ich hier, glaube ich, auch direkt hochklettern. Ja, klettern wir einfach mal hoch. Ah nee, es regnet. Mache ich doch nicht. Ah, fuck, wenn es jetzt regnet, ist das natürlich auch doof, irgendwas anzuzünden. Dann geht das ja immer wieder aus. So, kann man auch hier hochgehen? Ja, da kann man auch hochgehen. Ich glaube, ich habe ein paar Lampen unterwegs auch einfach. Dann wäre das die nächste Lampe, die ich anzünde. Von der da unten. Falls man nicht den kompletten Weg schafft. Da sollen wir den Typen einmal... in den Kopf schießen. Weil die brauchen eigentlich nur am Kopf einmal getötet zu werden. So. Ach, guck mal, ich habe sogar schon da oben. Ist ja sogar schon besser, als ich dachte. So, da muss ich jetzt eigentlich von hier aus nur noch... Ich habe, glaube ich, noch eine weiter, oder? Und da ist die wieder ausgegangen. Einmal eben gucken. Ich meine, ich hatte eine weiter. Wo ich heute Morgen gestartet habe. Oh, nicht das schon wieder. Nee, ich hab doch nicht eine weiter. Bei der... Oh, jetzt lass mich doch in Ruhe. Bei der muss ich starten. Jetzt hat es wenigstens wieder aufgehört zu regnen. Es regnet immer noch. Ja, es gewittert. Super. Sollen wir einfach hier warten? Boah, ich hoffe, es passiert jetzt nichts. Oh mein Gott, es wird ja immer schlimmer. Boah, sogar jetzt so Nebel. So geht wahrscheinlich nicht weiter, wenn man auf die Karte guckt, oder? Genau, da muss ich lang. Hier müssen wir lang, hier und hier waren dann auch Fackeln, die man anzünden kann. Also spätestens da. Ich weiß nicht, ob jetzt vorher noch eine kommt. Kann doch jetzt nicht so lange dauern hier. Kann ich bitte jetzt einfach die Sonne scheinen wieder? Wow, habt ihr gesehen? Da hinten ist einfach ein Blitz in den Baum rein. Schon wieder an derselben Stelle im Blitz.
Doppeltblitz. Oha. So, und wir warten weiter. Nochmal ein Blitz. Boah, jetzt kommen hier sogar Funken raus. Boah, ich hoffe, das geht nicht aus. Ey, jetzt haben wir auch noch Sturm. 2.15 Uhr. Da hinten brennt es ja jetzt sogar. Jetzt ist das aber wieder weg. So, auch mal interessant. Man könnte das Spiel ja einfach, um die Stimmung vom Unwetter zu haben, sich das hier reinziehen. Da ist der nächste Baum gefällt worden. Ich frage mich, ob der wiederkommt oder ob da jetzt wirklich deswegen weniger Bäume sind. Ja, ganz ehrlich, so lange gewittert ist doch nie. Was war das längste Gewitter, was ihr je hattet? Ein Gewitter ist doch nicht über eine Stunde. Also ich meine diese Phase mit den Blitzen und so. Das zieht doch weiter irgendwann. Also wahrscheinlich ist das auch kein normales Gewitter. Nee. Kannst du ja keinem erzählen. So, jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, es wird weniger. Nee. Vielleicht weiter weg jetzt. Jetzt haben wir schon 3.20 Uhr. Oh, soll ich jetzt einfach hier die ganze Zeit warten? Soll ich zum Lagerfeuer gehen? Ach, da unten, das ist der Wetterbericht. Das zieht weiter. Guck mal, jetzt kommt gleich wieder Sonne. Ah, okay. Ich dachte, da sind immer alle Symbole und die machen dann nur das hell, was gerade ist. Ja, es ist auch hell, das, was gerade ist, aber der Blitz geht doch weiter nach links. Ja, seht ihr? Jetzt kommt gleich Sonne, die ist jetzt hell geworden. So, jetzt regnet es nur noch ein bisschen. Hier ist ja schon eine ganze Pfütze entstanden, jetzt ist es weg. Ja, jetzt geht das auch wieder. So. Eigentlich würde ich mir ja gerne die Unwetterschäden jetzt auch mal angucken. Das wäre sicherlich auch interessant. So, ich habe Angst, dass ich wieder angelasert werde, deswegen laufe ich hier ganz weit links. Gleichzeitig darf ich das Feuer auch nicht verlieren. Boah, bitte bring es bis zur Fackel. Bring es. Bitte vorher die. Ja, jetzt ist mir egal. Ist mir natürlich nicht egal. Jetzt muss ich hier erstmal weg. Boah, Fee verschwindet. Jetzt gehe ich hier erstmal hoch. Nee, gehe ich nicht. Jetzt gehe ich hier erstmal hoch. Ja, sollte ich schaffen. Und dann nehme ich die Fackel von da. Zum Glück hatte ich die jetzt geschafft. Also mit Fackel meinte ich eigentlich Laterne. Lampe, keine Ahnung. Nennt man das Laterne, auch wenn es nicht so hoch ist? Uha. Wieso? Guck mal, da haben wir doch den Hammer für. So, ich hoffe, hier kann ich jetzt hochgehen. Jetzt habe ich so viele Feen verschwendet. Ich könnte natürlich auch üben, den Wächter zu töten. Aber ja, weiß noch nicht. Jo, ich habe richtig viel Wasser heute getrunken. Bin ich stolz drauf.
nervig ist. Man muss dann ständig zum Klo rennen, aber ja. Oft vergesse ich zu trinken, wenn ich nicht esse, weil ich irgendwie immer nur beim Essen trinke. So, jetzt müssen wir wieder zu dem Eingang von dieser Straße. Ich nehme schon mal wieder die Lanze. Da ist das Institut, da muss das Feuer hin. Oh nein. Aber hey, man hat das Feuer noch. Das ist ja das Wichtigste. So. Wo muss das jetzt hin? Hier muss das rein. Dachte ich. Hier muss das rein. Yay! Perfekt. So, hab's wieder weggesteckt. Sag ich erstmal Bescheid, dass das wieder da ist. Du, Link! Wieder gesund. Die Feuerschale. Geil, antike Pfeile. Anti-Verheerungswaffen oder kurz. Oh, wieder die geile Musik. So. So. Okay, ich habe halt gar kein Geld. Antiker Pfeil. Antikes Schwert. Antikes Großschwert sieht aus wie eine Kettensäge. Lanze. Kann man sich echt nicht leisten. So, jetzt damit reden. Hi. Oi. Jetzt kann... Nein, ich halte dich nicht für bescheuert. Linke Auge des Totenkopfteils. Wiedersehen. So, linke Auge des Schädels. Ach, das ist wieder ein Rätsel. Haben wir hier irgendwo einen Totenkopf? Soll das der Totenkopf sein? Keine Ahnung. Dann werde ich das jetzt auch nicht machen. Ah doch, da ist das Totenkopfteich. In dem Auge ist das. Warte. Linke Auge. Im linken Auge des Schreins. Sollen wir jetzt einfach dahin gehen? Und da waren wir eh noch nicht. Ja, da müssen wir von hier aus. Was ist das denn, das Meer? Ja, mal gucken, was da ist. Da kann man kochen. Gibt es hier keine antiken Materialien mehr? Nee, das haben die wahrscheinlich selber. Oh mein Gott, ist das ein Riesenlabyrinth? Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Da ist ein Schrein. Okay, dann warte ich mal, bis ich mehr Ausdauer habe. Und dann kann ich auch länger schweben. Genau, und ich laufe einfach an der Küste entlang zu diesem Totenkopfmeer. Ja.
So, liegen hier vielleicht noch Materialien rum? Ja. Nicht, dass die wieder lebendig werden. Oh, geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, die sind so süß. Okay, lohnt sich. Noch ein Krogsamen. Das heißt, wenn ich jetzt... Sind ja eh noch nicht weit weg. Ich gehe jetzt in den Wald der Krogs und werde mir dann da meine Waffentasche noch größer machen, dass ich noch mehr Waffen mitnehmen kann. Oder sollte ich meine Schildtasche machen? Nee, eigentlich eher Waffentasche, oder? Ja, Waffentasche. Ja, hier war doch... Ja, da wo das Masterschwert ist, ist doch auch dieser tanzende Riesenkrog-Ding. Also ich meine, die Eule ist da irgendwo. Das ist so schön hier. Oh, hier hätte ich mir auch Ruten holen können. Als Fackeln. Wo ist denn jetzt der Schickerbaum? Der ist das. Pekanus. Sowas wie eine Muskatnuss? Nee, da, wo ist denn die Eule? Was ist das hier? Hier irgendwo in der Nähe war die doch die ganze Zeit. Da! Da ist die! Waffentasche. Ah, ich brauche 3 Stück. Ja, oder ich mache jetzt die Schildtasche. Oh. Ich brauche noch mehr Krogsamen. Schade. War ein Versuch wert? Da will ich hin. Dann gehe ich jetzt einfach nochmal von dem Schrein aus. Und mir ist übrigens vorhin ein Spiegel runtergefallen. Richtig ärgerlich. Vor allem hatte ich dann immer Angst, dass da noch so Mini-Splitter sind. Ich habe dann gefegt und gesaugt, aber trotzdem. Das war im Badezimmer. Ist ja nicht so, dass man im Badezimmer auch mal barfuß läuft. Generell laufe ich einfach. Hier wollte ich jetzt hin, ne? Ich laufe ungefähr grob in die Richtung. Sehr, sehr viel auf. Socken. Also ich mag diese Akala-Gegend hier. Ist auch nicht besonders warm oder kalt. Normales Klima. Gewitter sind ein bisschen gruselig. Aber sonst alles okay. Da oben ist ein Schrein. Ja, dann laufen wir lieber hier so oben lang, dass wir dann auch zu diesem Schrein schweben können. Oh, da sind schöne Bäume. Da gucke ich auch mal eben, was da ist. Irgendwas bewegt sich da doch, oder?
Ah, ist nur ein Busch. Super. Muss man dann da hochklettern? Mache ich einfach mal. Vorher schwebe ich jetzt, weil ich keinen Bock habe zu laufen. Das Gefühl, das ist ein bisschen schneller. Oh mein Gott, ein Riesenmonster. Oh mein Gott, ein 3000er. Mit dem kämpfe ich auf jeden Fall nicht. Gut, zum Glück gehen die auch nicht so weit weg von ihrem Ort, wo die eigentlich sind. Noch einen Schrein mitzunehmen wäre auf jeden Fall cool. Und ja, ich glaube, ich kletter da einfach hoch. Ja, danke. Ich weiß, dass da ein Schrein in der Nähe ist. Was ist das hier? Oh, ich hätte gedacht, es wäre eine Metallplatte. Okay, merken wir uns das mal. Oh. Ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen da hinschweben. Von da oben am besten. Aber ich wollte das hier eben mitnehmen. Geil, Saphir. Und wenn wir den als Schnellreisen haben, dann würde ich mal einmal in die Wüstenstadt gehen. Und mir dann nochmal so Diademe machen. Da brauche ich doch Feuersteine. Ah, habe ich noch nicht genug. Oder braucht man da Leuchtsteine für? Ich glaube Leuchtsteine, dann könnte ich das doch machen. So, wir probieren das jetzt einmal. Ich hoffe, das reicht aus. Da. Ich glaube, ich sehe ein bisschen schwarz. Außer der kann sich da auf der Plattform ausruhen. Ich glaube aber irgendwie nicht. Ach, ich bin schon im Totenkopf. Aber da muss ich nicht zu dem kleinen, niedrigeren, zu dem linken. Weil das ist das hohe. Egal, kann man hier sich ausruhen? Ja. Ja, dann schaffe ich das hier hoch. Hat auch schon irgendwie diese Totenkopfstruktur. Oh nein, bald kommt wieder Gewitter. Sieht man da unten. Aber wie gut, ey. Jetzt, was ist das? Part 80? Und ich check endlich hier den Wetterbericht. Perfekt. So, jetzt aktivieren wir den noch eben, dass wir hier so eine Schnellreisenstation haben. Und dann mache ich die im nächsten Part. Bis dann, tschüss.